So, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Dayset. Ja, ich habe sogar jemanden mitgebracht hier. Ich bin der Hans-Peter. Genau, der liebe Hans-Peter. Es ist wieder Tag. Aber es war doch gar nicht Nacht, Jerry. Doch, ich war mal auf dem Server, wo es Nacht war. Weil ich aufnehmen wollte. Du hast vor Angst vor Nacht oder wie, Pussy? Nee, man sieht nichts. Ich könnte dir da gerne mal einen Nachtserver zeigen. Hans. Hans ist das. Genau, wir waren dabei, das Dorf da vorne zu erkunden. Spannend, ne? Meinst du, da gibt's Zombies? Ich weiß nicht nur, ich weiß es. Und wie viele? Viele. Dann ist das so ein Baum mit einer Latzhose. Als Zombie. Ich will nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass Bäume Zombies sind. Oh Bauern, Gott. Du Bauernfünfer. Ach, Bauer, ja, Baumverstand. Das ist ein Auto. Die kommen dann so mit ihrem. Und das sind Zombies. Auf dich zu oder so. Ich will das Auto, siehst du das? Da vorne hinterm Wasserturm. Gerade sagt, das sieht hypnotisch aus. Idiotisch! Ach so. Ja, es ist ziemlich schwer, dich hier unter den. Warte, ich tu mal hier ein bisschen. So, jetzt höre ich dich besser. Jetzt höre ich auch mal, wie laut ich eigentlich bin. Voll zum Kotzen. Ich will das Auto. Meins! War da nicht gerade ein Zombie? Und da ist ein Panzer. Jo. Ich glaube, soweit ich weiß, sind die Panzer nur Show. Also es gibt auch Panzer, die man sich selber bauen kann. Probier mal. Ich werde jetzt erstmal zum Auto gucken. Und dann. Jetzt schrei einfach gescheit. Okay! Okay, nicht so. Ach, warte. Hier so. Jetzt kannst du. Ja, jetzt gehört mein Panzer. Versuch's einfach mal. Jo, mach ich auch gleich. Nee, geht nicht. Da ist ein Zombie. Jo. Überfahr den! Wie denn ohne Auto? Da ist auch ein Auto drinnen. Ist kaputt. Ja, wie gesagt, nur Deko. Ist ja beschissen! Jo. Das wäre aber zu übertrieben, weil wenn du da mal ein Panzer drin hättest, ich glaube, du wärst unbesiegbar. Ja, finde ich auch. Also jetzt im Ernst, so. Ganz ehrlich, ein Panzer. Ich bin mal wieder ziemlich sicher, dass ich nicht der Erste hier bin. Deswegen wundert es mich gar nicht, dass du schon alles leer ist. So, krabbeln wir hier mal rein. Oder boah, auch nicht. Da könnte man eine Matratze rein tun und dann drin schlafen. Sieht doch gemütlich aus. Oder man baut sich gleich ein ganzes Haus selber. Das geht ja, soweit ich weiß, in Dayset Origins. Aber es ja nicht. Allein würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, fast unmöglich. 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 Yeah. Schau mal im Schrank. Oh! Hammergeil. Wir haben richtig viel Munition gefunden. Man kann im Schrank nicht reinschauen, muss ich nur was anmerken. Das hätten sie auch noch einbauen können, dass man in Schränke reinschauen kann. Also, hier Hans, du gibst dir echt Glück, ne? Ich habe hier ganz viel Munition wegen dir gefunden. Na, immer doch wegen mir. Und da haben wir sogar nochmal Munition von uns, liebe Makarov. Plus eine Makarov, aber wir haben ja schon eine Makarov. Und wenn ich jetzt noch öfter Makarov sage, dann bin ich geroffelt. Ha, 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 ha. Ja, ich weiß, dass der nicht lustig war. Roffel, Roffel! Da, fuck, jetzt habe ich Angst. Oh, ein Jagdmesser. Du kannst sie leise töten. Sippo, ich nehme die einfach mal mit, falls ich eine Armbrust finde, damit ich die, genau, leise töten kann. Ja, mit dem Messer kann man die übrigens nicht leise töten. Damit kann man nur Kühe aufschlitzen. Oh, das sind dann schon guck ein paar Zombies. Der Mann, der hat gesprengt. Der hat gesprengt? Da, der. Was ist das? Der hat eine Axt im Rücken. Das ist ein Zombie. Und noch ein paar. Ich habe hier richtig viel Glück. Das muss man einfach mal sagen. Hast auch gut Muni eigentlich.
Jo, geht, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, man hört mich dann so mit dem Mikro da. Ich werde es noch ein bisschen in deine Richtung, ich war ein bisschen leiser, aber es sollte noch gehen. Dann rede ich einfach ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen sehr laut. Ja, ist voll verpackt dazu, ne? Aber ich glaube, wir haben immer noch keine. Ja, wir haben noch keine Map. So, dann looten wir weiter die Stadt. Kann man nicht reingehen. Auf die Türme gehe ich eher nicht so gern. Wer den letzten Part gesehen hat, weiß warum. Hat dich jemand abgesnipert? Nein. Bis jetzt in diesem Let's Play ich noch kein einziges Mal in DayZ gestorben. So, wir werden uns hier mal ganz schön wieder vom Acker machen. Denn wir wollen ja nicht da vorne hin. Haha. ja, Fail und so, ne? Duck dich lieber, bevor dich ein Zombie sieht. Und wenn man vom Teufel spricht. Gott, ist der Junge dumm, der bemerkt. Rennt ihr jetzt überhaupt noch hinterher? Das ist ein Zombie. Die wissen nicht so viel. Damit komme ich schon. Keine Angst. Du würdest mir jetzt auch einen anderen Namen einfallen. Nein! War ein Witz. Hau dann halt mal mit dem Messer tot. Ich hab dir gerade erzählt, dass man mit dem Messer nur Kühe aufschlitzen kann und keine Zombies schlagen kann. Und jetzt soll ich den Zombie mit dem Messer aufschlitzen? Ja. Ganz ehrlich, ich will eigentlich keine Zombie-Begleitung, tut mir echt leid. Hupsala. Oh, ich blute. Der Junge ist echt an dir vorbeigerannt. Jo, das ist ein Zombie, das ist kein Junge. Dann eben die Matschbirne. Und wir waren nicht hier, der Zombie war auch nicht hier. Weg mit dir. Okay. Alles gut. Wir brauchen jetzt unbedingt trinken, wir hier an unserer Trinkleiste seht. Im roten Bereich. Dass ich bei was. Also das wäre echt das erste Mal in der Set, dass ich an Trinken sterbe. Und das wäre nicht lustig, Hans. Peter. Ist das gleiche. Fast. Ja. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Warum rennen die? Vielleicht Spieleralarm. Ist da noch jemand anders? Boah, tötet Spieleralarm. Den. Tötet den. Tötet den. Tötet den. Und nicht, wenn ich ihn nicht sehe. Wahrscheinlich ist er in dem Haus und sieht dich schon längst. Man weiß es ja auch nicht. Ah! Oh, die mit der Axt im Rücken, die sind ja beschissen. Die laufen ja wie so. Kleiner auf. Ich werde jetzt mal kurz hier die Außenansicht benutzen, wie viele Zombies in der Meer sind. Das ist nicht so viel, aber ich meine. Das könnte auch schon zugefallen. Das sieht so lustig aus. Hast du Tipp gesagt? Ja. Okay, ich habe was anderes verstanden. Was hast du verstanden? Tim. Ja. Scheiße. Wo hat er. Ist er gerade wie ein Frosch gesprungen? Jo. Oh. Ne, die. Die haben ein bisschen viel getrunken, die Zombies, weißt du? Ich glaub's gleich. Mach die Tür zu. Bringt nix. Das rennen die ja nicht mehr, diese Arschgeigen. Können wir es ja nicht rennen. Wer hat das Spiel entwickelt? Danny. Ja. Mach's nach. Ich heiße Peter, du Hans. Peter, mach's nach.
Ja, aber man hätte doch die in den Häusern rennen lassen können. Ja, das ist ein Bug. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich wär's dazu, aber Paul, wenn ihr einfach quer durch die Häuser rennen könnt, verstehst du? Ja. Ich meine dann. Ja. Dann hättest du ja nicht noch nur Chancen, wenn du mal im Haus mit Zombies bist. Hier mal ohne Bugs, haben wir geil. Mit schon 50 Frames. Danny, weißt du, was Frames sind? Du bist echt so dumm! Ich weiß. Ich heiße Peter! Ich weiß! Hans! Hans-Peter! Okay, Peter Hans. Ja. Oh, wenigstens haben wir jetzt keine Zombies mehr am Hals, ne? Seht das Positive drin. Da Peter. Sind garantiert noch irgendwo welche. Jo. Aber nicht hier. Was druckst du da am Headset rum? Ich tue muten, damit man nicht niemand rumrotzen hört. Danke. Das ist eine Leiter. Du bist der ganze schlauer. Vielleicht Hans. Hättest du ja nicht gesehen, ich weiß es auch nicht. Du bist der ganze schlauer Hans, ne? Weiß ich auch, Hans. Denkt wohl jemand, wo Hans heißt, ist dumm. Keine Vorurteile, Hans. Peter. Peter. Karl. Karl. So, wie man sieht hier, die Beute ist echt... Boah, ich dachte, ich fahr runter. Hauptsache... Ist gesagt. So, in so welchen Gebäuden jetzt eigentlich auch immer Headshots. Auch genannt. LOL. Das ist sowas von selten. Das ist echt selten. Und was bringt das? Dann kann ich Häuser bauen. Okay. Also brauche ich es nicht. Naja, aber dieser Schockmoment gerade, der ist ja gut. In vielen Spielen gibt es sowas ja nicht. Call of Duty. Dauergeballere. Toolbox. Und mein Trinken blinkt schon. Jetzt wird's echt brenzlig. Das hab ich gehört, Hans. So, okay, ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, wir werden an Trinken sterben. Wenn wir jetzt nicht noch auf dem Wasserturm oder sowas finden. Wenn wir an Trinken sterben. Wasserturm. Deswegen sage ich, deswegen, wenn wir nicht was auf dem Wasserturm oder so finden. Ja. Da ist ein Einkaufsmarkt, da ist die Chance viel höher, was zu finden. Wie gut, dass es da einen Glanzdörfler gibt. Vielleicht gibt es ja was im Bus. War schon klar, dass ich nicht fahren kann. Ich wollte da nicht auf das Gear zugreifen. Hol dir lieber was zum Trinken. Und wo? Wenn ich nicht weiß, wo. Ich hoffe, ey. Da wären schon mal eine Taschenlampe und Batterien. Das sind keine Batterien. Was? Außerdem. Ach ne, ne, ne Flaschenlampe. Ach ja, die Flaschentampe habe ich vorhin weggebracht, mal ausgesehen. Die Flaschentampe. Fuck! Bitte! 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 Hier liegt doch nur Scheiße. Auch keine Uhr. Können wir mal gleich gucken, wie viel es ist? 12. Jetzt habe ich gerade die Armbrustbolzen weggeworfen, ey. Das ist doch echt zum Kotzen. Weißt du, was es recht nicht ist? Lust. Ja, das Trinken!